Da ist noch eine Kiste. Ja, die werden wir doch auch mal leer machen. Noch eine Kiste mit Splitterminen. Was soll ich mit so viel Splitter... Ist ja gut. Bleiben Sie ruhig, alles wird gut. Lunchbox nehmen wir mit. Du hast auch nichts mehr für uns, denke ich mal. Du hast... Nee, du hast... Man hat doch eben irgendwas, hat doch hier aufge... Motorradbrille, die nehmen wir aber auf jeden Fall mit. Können wir ja gleich mal schick aufsetzen hier, das gute Ding. Wie sehen wir denn jetzt aus? Naja, ich habe schon für weniger gekotzt, aber nicht viel. So. Das sieht aber jetzt noch viel bescheuerter aus, habe ich das Gefühl. Ah, nee, das ist, ne, und die kommt besser wieder weg, dann machen wir das so. Konföderiertenhut, der passt jetzt so halbwegs dazu. Warum ich jetzt gerade nochmal das Ding anmache, weiß ich auch nicht. Aktivieren Bärenfalle. Ich würde fast sagen, die lassen wir erstmal aktiviert. Da können wir ja eigentlich rüberlatschen. Ich speichere mal einmal. Theoretisch lösen wir die ja nicht mehr aus, wie ihr seht. Ha, verdammt. Dieser Pack macht sich immer wieder bezahlt. Noch eine Bärenfalle. Was ist das jetzt gerade gewesen? Wie haben wir das denn jetzt ausgelöst? Vor allem... Ah, eine Blitzlichtfalle. Die war ja fies. Die hat sie ja in sich gehabt. Warum wir die jetzt ausgelöst haben, weiß ich auch nicht. Das ist ja eine Hammermine hier, die gefällt mir. Oh, hier ist, oh, hier ist, oh, hier ist. Aufbereitetes Wasser, schmutziges Wasser und zwei Stimpaks und ein Blutpaket. Ja, sehr schön. Da ist doch einer. Dich haben wir. Randalierer Kopf verkrüppelt. Ja, ja, so kann's gehen. Jetzt schleichen wir erstmal eine Runde besser. Psst, ganz leise. Beginne Kampf. Was war das? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Lunchbox mitnehmen. Na, nur leere Kisten haben die hier. Minenkiste. Ach, die haben hier Splitterminen noch und nöcher, aber die haben nichts Anständiges. Ein Hammer, noch ein Hammer. Kopftuch. Ja, das ist, nö, das ist doch, das packen wir auch alles ein. Dann können wir vielleicht mal eine richtige draus machen. Zack, zack. Die können wir reparieren. Kopftuch. Das können wir mal aufsetzen. Das jetzt in Verbindung mit der Motorradbrille, das müsste ja jetzt richtig bescheuert aussehen. Ja, das machen wir erstmal. Das hat doch Stil. Einmal schnell speichern. So. Ich kann jetzt sowieso nicht allzu lange aufnehmen, weil ich gleich noch diese Folge schneiden müsste. Ansonsten habt ihr nämlich morgen nichts zu gucken. Das ist ganz doof. Splittermine. Alle. Wir sind wieder im Überladen. Wer hätte es gedacht? Waffen. Doppelläufige Flinte. Da lässt sich nichts mehr reparieren. Da lässt sich nichts mehr reparieren. Das ist doch alles zum Heulen hier. Eieiei. Wir haben 44 Splitterminen. Naja. Kleidung. Hilfe. Was haben wir hier sonst noch? Ach, wir können ja erstmal ein bisschen was futtern hier. Das bringt ja auch schon was. Buff-out. Naja, Meierlock-Fleisch. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Einmal schnell speichern. Das ist ja... Also das gefällt mir hier, diese Mine, muss ich sagen. Jetzt zwar reichlich Skelette, die ich eigentlich nicht haben wollte, aber... Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Bergmannsruhe, okay. Hat irgendwas gerade... Schnapp, da rennt doch einer. Ich höre dich doch. Ach, der schießt. Auf was? Auf wen? Auf uns? Bist du denn vor einer hier? Bist du tatsächlich an meinen Fallen vorbeigekommen? Ich meine, hau ab! Hast du keine Angst, dass der Geist dich erwischt? Nicht wirklich.
Ich meine es aber echt todernst. Das Gespenst wird dir dein Hirn wegschmelzen. Du musst weg hier, schnell. Naja. Und wenn schon. Ich bin schon mit gemeineren Typen als dir fertig geworden. Das glaube ich auch fast. Okay. Aber wenn du mir krumm kommst, setzt was. Ich heiße Kenny. Ich bin der Boss von dieser Mine hier. Na dann. Erzähl mir doch was von dir, Kenny. Wusstest du, dass ich mir mal einen Meyerlurk geschnappt habe, der 3 Meter groß war? Mensch, meine waren 4. Weiß nicht. Bin schon lange weg. Ich wohne allein hier, weißt du? Weiß ich. Ich hab von Geburt an einen Fehler. Mama hat mich im Keller versteckt. Papa hat mich vergessen. Aber mir war klar, ich muss gehen, bevor ich groß bin. Und dann? Sieh mich an. Ich bin nicht verkrüppelt. Wenn ich in den Sümpfen rumlaufe, schießen sie sofort. Sie glauben, ich wäre einer von euch. Okay, du bist also... Dein Fehler ist eigentlich, dass du keinen hast. Ich hab dir schon gesagt, dass ich weggelaufen bin. Hör endlich auf, darüber zu reden, okay? Okay, ich höre auf, darüber zu reden. Ich hab dir schon gesagt, dass ich weggelaufen bin. Okay. Im Keller war es sterbenslangweilig. Also fing ich an, Sachen auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen. Okay. Die Dinge sind nicht so kompliziert, wenn man weiß, was drin ist, weißt du? Das ist wohl wahr. Man muss immer in die Dinge reinschauen. Dann versteht man sie. Das ist richtig. Ich bin schon groß genug und ich mache das Einzige, was ich wirklich kann. Ich selbst sein. Da verwirklicht sich einer. Das ist aber schön. Wie ist denn das Leben so im Pond Lookout? Die Erwachsenen, wie Mama und Papa, leben im Sumpf. Es geht ihnen gut, aber sie vertrauen keinen Fremdlingen wie dir. Tja. Die meisten glauben, ich wäre auch ein Fremdling, weil ich nicht verkrüppelt bin. Deswegen halte ich mich von den Erwachsenen fern. Aha. Außer, wenn sie ein Lagerfeuer machen. Manchmal höre ich sie nachts tanzen. Dann schleiche ich mich raus und guck zu. Na dann. Reden wir mal über was anderes. Okay, das Gespräch war ohnehin schon öde. Okay. Erzähl mir was über diese Mine, Kenny. Über das Minenloch vom alten Herzog? Es ist nichts Besonderes, aber ich bin da zu Hause. Erzähl mir doch mal was über diesen alten Herzog. Er war ein böser alter Mann, dem diese Mine vor Millionen Jahren mal Millionen gehört Jahren. Hat. Aha. Die Minenarbeiter... hat er ohne Geld und Essen schuften lassen. Mit anderen Worten, Sklaven. Eines Tages haben sich ein paar Arbeiter einfach hingesetzt und aufgehört zu arbeiten. Dem alten Herzog hat das gar nicht gefallen. Dachte ich mir. Also hat er sie einfach in die Luft gejagt. Mit 100 Millionen Trillionen Tonnen Dynamit. Das ist aber gewaltig. Danach hat keiner mehr in der Mine arbeiten wollen. Der alte Herzog ist hier runtergekommen und hat sich aufgehängt. Okay. Die Leute sagen, dass er immer noch als zorniges Gespenst durch die Mine geistert. Aber davor habe ich keine Angst. Ja, hätte ich auch nicht. Warum versteckst du dich hier unten? Die Sumpfleute kennen das Minenloch vom alten Herzog. Sie sagen, es spukt hier. Deswegen wusste ich, dass nur Fremdlinge wie du hierher kommen. Okay. Meistens braucht es nicht viel, um sie zu erschrecken und in die Flucht zu jagen. Ja, die sind nicht sonderlich intelligent. Aber wie schaffst du es denn, hier drin ganz alleine zu überleben? Manchmal gehe ich raus zum Spielen und hol mir was zu essen. Meistens aber sitze ich hier mit meinen Geschichten und Spielzeugen. Okay. Reden wir über was anderes. Okay, das Gespräch war ohnehin schon öde. Na, wenn du das sagst. Ist ein guter Ort hier. Also ich brauche einen Ort, um zum Ausruhen und Sachen verstauen. Ich weiß nicht. Du versuchst nicht, mich zu töten und bist für einen Großen recht nett. Aber trotzdem, wieso sollte ich dir trauen? Ja, das ist... Ach, komm schon, sei kein Spielverderber, das wird lustig. Na gut, okay. Du kannst dir abhängen und dein Zeug kannst du auch hier lassen. Ich rüss nicht an. Ja, Kind im Herzen der Perk hat sich wieder mal bewährt. Tun? Verstecken spielen oder fangen? Spielen wir Verstecken. Warte hier und zähl bis 10, aber langsam. Dann suchst du mich, okay? Nicht schwindeln. Mach die Augen zu und fang an zu zählen. Jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme. Ja, versuch dich mal zu verstecken, wenn ich dich auf dem Radar hab.
Gut, jetzt musst du dich verstecken. Alles klar, ich werde mich verstecken. Auf die Plätze, fertig, los! 21, 22, 23, 25, 26, 27, 8, 9, 10. Wo bist du? Ich werde dich kriegen. Ach, glaubst du? Aha. Kriegst mich nicht. Du bist irgendwo hier. Ja, bin ich. Langsam werde ich auch verstrahlt. Die Füße glühen schon. Wo bist du? Ja, kannst mal sehen. Er bewegt sich nur nicht mehr. Hier steht er hinter. Irgendwo hier. Ja, bin ich. So, ich warte noch, bis ich halb auf dem ersten bin. Wo bist du? Du bist gefunden! Na, sollen wir weiterspielen? Spielen wir mal fangen. Okay, du bist's. Oh, du hast mich gefunden. Ja, jetzt schon. Okay, ich komme. Nee, die Flinte kommt besser wieder weg. Huch. Erwischt, du bist. Okay. Ich krieg dich. Oh, du hast mich gefunden. Hab ich. Das hat Spaß gemacht. Ist ja auch mal was ganz Nettes. Ich muss los. Klar, bis zum nächsten Mal. Jetzt können wir eigentlich erstmal ein bisschen was zwischenlagern hier. Öffnen Schrank. Öffnen Koffer. Ja, dann können wir uns doch jetzt hier. Ist das Candy seine Kiste? Öffnen Truhe. Ja, ich würde fast sagen, wir schmeißen unseren Kram hier rein. Alles das, was wir jetzt nicht brauchen. Und zwar die Äxte, Baseballschläger, Bleirohr, quasi die ganzen Nahkampfgeschichten schmeißen wir mal hier rein. Messer kann weg, die Schaufel kann weg, die Splitterminen können wir alle loswerden, die Splittergranaten können wir auch loswerden. Und den Unterhebelreparatur können wir auch wegschmeißen. Naja. Was ist das denn hier? Das sieht ja gefährlich aus. Maske des Westentaschenschlitzers. Nein, dass ich das nochmal finden darf, das Ding hier. Das ist ja der Hammer. Die muss auf jeden Fall mit. Der Westentaschenschlitzer, das waren wir ja in dem... kann ich auch mal hier so. Na, ja, das muss doch gehen. Nee, der nicht. Der geht. Der geht auch. Und den Rest, den stoßen wir um. So. So. So, jetzt sind wir schon mal ein bisschen gewichtlos geworden. Wo geht denn das jetzt hier hinten noch hin? Ja, da habe ich mich drin versteckt gehabt. Hier sind wir da reingekommen. Da war das. Und jetzt muss ich mal hier links rum weitergehen. Mal gucken, wo das jetzt hier lang geht. Aha, da. Da zucken wir. Hier waren wir, denke ich mal. Ja, genau. Wir sind jetzt in der Herzogmine. Wir müssen jetzt erstmal wieder rausfinden hier. Leute, erinnere mich dran, dass ich meinen Kram da hinten bei Candy gebunkert habe. Was haben wir hier so schönes? Elektrischer Leiter, den können wir mitnehmen. Wer weiß, wozu er gut ist. Aber wenn ich irgendwann mal denke, Mensch, hier, wir hatten doch so Kram gesammelt und sagt einfach Candy, Mine, du Vollidiot oder so. Dann weiß ich schon Bescheid, dass wir hier rein müssen. Diese Dinger jetzt hier hinge... Naja.